Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann. Könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Wie andere Mädchen. Oh nein, ich hoffe nicht, dass es was ist wie die Party. Die Party war auch schrecklich. Teenager sind so schlimm. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Boah. Gute Nacht. Ah! Schon cool. Punk. Wann, in welche Phasen wir da rein rauschen hier? Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Sie hat auch mal gesagt, dass sie quasi seit Anfang an auf der Basis, sie sind auf einer Forschungsbasis. Ich sag jetzt Forschung, ich weiß nicht, ob es Militär oder Forschung ist. Eine Forschungsbasis. Und sie ist halt immer schon da. Hat's nicht gesagt. Und echt cool, wie man so mitkriegt, wie sie sich verändert und alles. Okay, jetzt läuft sie schneller. Yes! Stressgitarre. Zu der Zeit hatte auch jeder seinen inneren Emo. Ich glaube, also ich war auf jeden Fall auch voll Emo-Punk-Zecke. Ich habe leider nur nicht so cool Gitarre spielen können. Das schon einiges mehr als Coolness drauf. Was? Cool. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Prinzessin. Du lässt mich lieber raus. Du lässt mich lieber raus, denn wenn nicht, sind meine Noten bald im Keller. Und du kannst es vergessen, mit Aiden zu arbeiten. Und zwar für immer. Jetzt hör schon auf, Jodie. Du führst dich auf wie ein Kind. Ah. Finde ich die cool. Der Smiley mit dem einen Auge, weil das andere Auge die Kamera ist, ist auch großartig. Mit Smoke on the Water spielen. Ich glaube, ich habe es mit Nothing Else Matters versucht. Gut, wir werden immer noch ärgern.
Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir können natürlich auch alles verwüsten mit Aiden. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Achso, ins Bad wollen wir nicht. Wahrscheinlich, es endet damit, dass wir es verwüsten. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Das hat noch nie funktioniert, mein Freund. Schluss jetzt ein. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Telefon? Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist es gut. Eventuell kommen wir jetzt raus. Oh oh. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber. Du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Bleibt er jetzt hier? Also. Oh Mann. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Schon ein bisschen gruselig. Ach, der läuft uns jetzt hinterher? Du Schande. Macht's auch sehr gruselig. Das ist einfach der Ausgang. Abgeschlossen. Ja. Oh, ja klar. Der fliegt hier raus. Der hat doch bestimmt so ein Ausgangscheck-Ding. Freiheit. Ganz genau, dass er da nicht rum soll. Ist er jetzt einfach durchgegangen? Du fliegst gleich raus, mein Freund. Das ist so eine Frechheit. Das Logo sieht aus wie von Stargate. Das hat auch alles. Das ist so eine Mischung. Also, ich muss auch mal an Akt X denken. Och, ey, mit Cole als alten. Kann man. Gut. Hätten wir rausgehen müssen? Katze, Hund oder Kind? Oh, hallo Cole, Jody. Katzenkind. Ein bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur. Also, wir wollten nur raus die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also, ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist. Wenn du rausgehst, mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Völlig. Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wär besser für uns alle. Tja, gut. Ciao.
das geklappt hat. Jetzt geht's schon. Oh. Der klappt kein zweites Mal. Niemals. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Aber was hast du denn gedacht? Wir? Ach du Scheiße, das geht doch schief. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Klar. Jetzt steuern wir ihn. Oje. Ob Alden einen Führerschein hat? Hatte? Oh Gott, ist das gruselig. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Hä? Los geht's, Alden. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Jody? Alle kennen mich auch. Ist ja unglaublich. Los, ein! Los, los! Sicherheitszentrale. Die Sicherheitszentrale, los! Wir haben alle Dummheiten gemacht, oder? Das endet doch nicht gut. Okay, vielleicht wird das daraus schlüssig, dass wir daraus dann abgehauen sind, in den Zug gestiegen sind. Bin ich sicher. Warum, warum? Ich wollte mir doch zur Party, oder nicht? Du verzeihst mir das doch, Ulle. Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Oh. So. Babykatze. Hat sich zur Aufgabe gemacht, nämlich Kabeln zu spielen. Wie wär's, wenn du mal hier Platz nimmst? Ab in den Wald mit den Zombie. Zombifizierten? Was war schon schief? Ja, genau. Echt? Fliegt gleich raus! Das ist ja nicht zu glauben. Norbert. Wir lieben alle Norbert. Ah. So. Zombie, Kohl, Wald. Anscheinend nicht hier. Wir gehen da hinten. Es passiert doch irgendwas Schreckliches und dann stirbt er vielleicht noch wegen uns oder sowas. Ey, müsst euch das mal vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie viel er mitkriegt, aber du gehst ans Telefon, dann machst du vielleicht zack und dann wirst du im Wald wach. Ach, das ist die Ecke, wo wir hin wollten. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Oh nee, das endet nicht gut. Okay, Aiden ist bei uns. Oh, endet das nicht gut. Das war nicht so un... Der Versuch, danach fliegt er raus. Wir können da nicht weiter reingucken. Happy Hour, Monday bis Friday. Von 5 bis 8 Uhr. 2 Euro der Cocktail, 2 Dollar der Cocktail. Na, das kann ja... Wie heißt das Ding eigentlich?
Red House. Oh, Scheiße. Ey, es geht schon wieder fremdschämlos. Geht schon wieder fremdschämlos. Wir warten. Oh, was ist das für eine ätzende Ecke, ey. Das wäre niemals... Oh, nee. Und deswegen trifft man sich bei irgendjemandem zu Hause zum Vorbereiten. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Aber höflich. Aber höflich. Wo gehen wir denn jetzt hin? Warte, wir gehen aufs Klo. Oder so. Irk. Wir wollen nicht in den Spiegel gucken, doch. Oh ja. Hoffentlich ist es das wert. Vermutlich ist es das wert, hat sie gesagt. Das ist aber nicht. Haben wir überhaupt Geld dabei? Oder sind wir so punky, dass wir einfach gehen? Was machen wir denn jetzt? Ein Billard spielen? Nee. Hoffentlich hast du das wert. Achso, okay. Das macht viel mehr Sinn, ja. Ich bin nicht zu den Typen da hinten. Sie hat doch mit 21 gelogen. Oh, nee. Rausgucken? Nein, wir können nicht rausgucken. Ich erinnere mich, ich kann Pause machen. Hallo Frau Nami, herzlich willkommen. Tag gesagt. Ihr Lieben, ich mach mal weiter und guck mir den Schauder an jetzt, was hier passiert. Ja, irgendwie ist niemand da, mit dem wir zu tun haben wollten. Haben einen Schluck von der Limo genommen. Wahrscheinlich möchte ich jetzt rausgehen. Und dann werden wir aufgehalten, weil wir ja zahlen müssen. Bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee wird. Die gucken Boxen. Also eigentlich war er ganz nett. Der hat uns gefragt, wie alt wir sind und uns missgenannt. Das ist eigentlich höflich. Hat sich mir aber bestimmt angequatscht. Gehen, bleiben. Also wenn wir bleiben, dann bleiben wir einfach, ha? Huh? Ich habe gar kein Geld dabei, oder? Oh Gott, wir sprechen ihn einfach an. Verzeihung, heute Abend waren da ein paar Mädchen hier. Ich bin verabredet. Nein. Ich habe hier keine Mädchen gesehen. Danke. Wir sind verarscht worden. Kriegen doch, wenn ich bezahlt habe. Wir kriegen keinen Ärger. Aber wir kommen nicht nach Hause, weil... dir gesagt, du gehst nicht und du hast nicht auf mich gehört. Wir kriegen anders Ärger. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody! Ich hatte auch Cole. Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty.
Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder? Ja, hat sie auf jeden Fall verdient, die Strafe für dich. Ich versuche doch nur, dich zu beschützen. Tut mir leid. Ich wollte einfach raus und einmal so sein wie alle anderen. Ich weiß, Jodie. Ich weiß. Das ist viel schlimmer. Die soziale Ausgrenzung von der eigenen Gruppe ist echt hart. Wie andere Mädchen sein. Ich hab voll viel nicht gemacht wahrscheinlich, ne? An Eingangswache vorbeikommen. Besucher nicht ausspioniert. Irgendwie bin ich zu doof. Ich kann die nicht ausspionieren. Wahrscheinlich hätte ich mit einem irgendwas machen müssen. Aus DPA geschlichen und geflohen. Achso, ja. Die Bar früh verlassen. Oh. Oh. Es hätte, glaube ich, schlimmer gehen können. Ich habe, glaube ich, nicht so gut Geduld gehabt. Moin, Con. Herzlich willkommen. Einfach durchs Klofenster verschwinden, habe ich gehört. Ist eine Taktik, um die Zeche zu prellen. Habe ich gehört. Mhm. Zum Glück ist nichts passiert. Ja, das hätte echt übel ausgehen können. Ach, der grüne Kobold spielt euch auch mit. Nein, ist nicht der grüne Kobold. Das ist der unglaublich coole Detective aus der blutigen Fahrt Gottes. Nicht durch reguläre Barfenster, also ja, nie gehört. Ach. Ich hab noch nie die Zeche geprellt. Nee, freu ich mich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich, ne? Wer passt da schon durch? Echt Praller. Okay, ich bin anscheinend zu ungeduldig, aber ich glaube, das war auch okay. Ich habe schon gemerkt, dass es sehr unangenehm hätte sein können, ne? Ja, Karte. Oh. So, dann gucken wir mal, was die nächste Passage ist.